Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Destiny-Video. Einige haben nach dem Waffenmeister-Video noch gefragt, ob ich die Suros PDX, die ich da aus dem Paket gezogen habe, auch nochmal im PvP zeigen kann. Das ist diese hier mit vollautomatischem Modus. Ich kann euch die hier nochmal im Vergleich zeigen mit der Eisensäge aus dem Turm. Man sieht, Feuerrate, Schlagkraft gleich. Suros PDX hat noch sogar mehr. Na komm schon, ich will das hier noch angucken. Man sieht es hier, die Reichweite von der Suros PDX ist sogar noch besser und sie hat noch 3 Schuss mehr im Magazin. Stabilität und der Rest ist alles ziemlich identisch. Nur, dass die Suros PDX hier, die weiße, in Vollautomodus abgefeuert werden kann. Wenn ihr da Glück habt und das Perk mit drauf habt, ist das sicherlich eine coole Sache. Ihr braucht nicht selber triggern, könnt ihr einfach gedrückt halten. So. Die snipen da schon wieder hin und her. Jo, der überlebt. Ach, von hinten. Drifter vielleicht nicht die beste Map für so ein Impulsgewehr, aber egal. Ihr seht die Waffe ja. Darum geht's ja. Snipe mal in der Mitte, ey. Na, da ist er. Ist halt genauso stabil wie die Eisensäge halt. Aber einige mögen das ja auch lieber, wenn sie Vollautowaffen haben, wenn sie nur gedrückt halten müssen. Ist auch echt angenehm so zu spielen. Assist. Oh Mensch, dass sich immer jemand irgendwie einmischen muss in irgendwelchen Duelle, ey. Naja. Shotgun-Spieler auf Drifter? Wie unerwartet! Ich habe auch eine dabei, naja, aber ich will hier nur mit der PDX spielen erstmal. Kommt der noch? Er kommt nicht mehr. Da ist noch ein Sniper gewesen. Er ist vielleicht tot. Hinter mir. Die Nova-Bombe hat er aber mal schön an die Wand gesäbelt hier. Ah, automatisch Gewehr, natürlich. Auf der Reichweite. Ein bisschen besser. Ah, kommt Titan an. Töte ihn. Töte ihn nicht. Mach ich eben. Da noch was? Nö. Oh, die snipen wieder in der Mitte. Hinter mir. Ach, muss das sein, dass ihr zu zweit kommt, auch noch mit goldene? Ja, danke schön. Das war die goldene Kanone, die gerade in meine Lichtsensorgranate reingelaufen ist. So sieht das dann aus, wenn das passiert. Goldene Kanone für den Arsch. Nein, was heißt für den Arsch? Er hat mich ja gekillt. Meine Granate hochgegangen, kein gekillt. Ey, lass das! Nicht mehr da. Jetzt ist meine goldene Kanone für den Arsch. Weil hier gerade doch noch einer kommt. Zwei für den Preis von einem. Ja, jetzt kommen sie wieder von zwei Seiten. Oh, Wurfmesser, schön. Hatte eh kein Leben mehr. Hatte eh kein Leben mehr. Oh, guck mal hier. Hier steht auch einer rum. Oh ne, der bewegt sich noch. Er kann laufen. Es ist ein Wunder. Ach, immer zu zweit.
Bleib eben hier stehen. Schwere Munition kommt. Okay. Oh, war ja klar, dass da ein Sniper ist. Und der macht den Hammer an. Wieder jetzt so schweren mit dem Hammer. Der hat schon die Schwere. Nice. Hab ihn noch gekillt. Wenigstens noch killen. Scheiß auf Nova-Bomber. Aber ihr seht, wenn ihr den, wenn ihr beim Waffenmeister die Suros PDX hier seht, 45 ist glaube ich die Nummer, könnt ihr durchaus zuschlagen. Ist eine echt gute Waffe. Oh, noch Granatenkill. Nice. Ja, der kriegt keinen Schaden. Ist klar. Wenn ihr sowieso schon vorher die Eisensäge mal gespielt habt und ihr findet die Eisensäge gut, dann werdet ihr diese Waffe hier lieben, würde ich mal sagen. Weil sie halt diesen Feuerautomodus hat. Ja, genau. Hinter mir kam auch noch einer. Feuerautomodus ist echt cool. Och, komm schon. In der Mitte ist wieder der Snipe. Aber der ist gar nicht so schlecht mehr, da kein Land. Muss man sagen. Der kann damit treffen. Na, kommst du hier hoch? Bin heute ein bisschen lauffaul. Ich will auch nur die Waffe zeigen. Noch 5 Minuten. Die Gegner haben fast gewonnen. Kommt wieder keiner. Ja. Ja. Wenn keine Gegner kommen, kann ich euch die Waffe auch nicht zeigen. Wie sieht's hier aus? Auch nix. Super! Ja, blende mich noch. Meine Güte. Schöne Blendgranate. In dem Moment, wenn ich damit super hab. Nicht schlecht. Da war die super versaut, wenn ich nichts sehe. So, das war ein Gameplay mit der Suros PDX mit vollautomatischen Modus hier auf dem Drifter. Ja, ich wollte euch nur die Waffe zeigen im PvP. Das habe ich so mitgemacht. Gameplay ist egal, wenn ihr guter Spieler seid. Dann könnt ihr damit sicherlich auch abgehen. Wenn ihr mit der Eisensäge zum Beispiel schon erfolgreich gespielt habt, dann werdet ihr mit der Waffe auf jeden Fall noch erfolgreicher spielen, glaube ich. Weil sie halt, wie gesagt, mit diesem Vollautomodus echt angenehm zu spielen ist. 4 Assists habe ich auch noch geholt. Ja, also schaut auf jeden Fall mittwochs immer mal beim Waffenmeister vorbei. Und sollte sie nochmal da zum Angebot da sein, dann bestellt euch die Suros PDX 45. Und wenn euch die Perks in einer Woche mal nicht gefallen, dann lasst sie ruhig nochmal eine Woche drin. Die kommt ja wieder nächste Woche und dann sind andere Perks drauf. Also ihr müsst sie nicht einfach nehmen, wenn sie euch nicht gefällt. Ihr könnt das Paket einfach drin lassen, so wie hier. Das sind diese Waffenmeister-Pakete. Die könnt ihr hier einfach drin lassen. Dann schaut ihr, was für Perks drauf sind. Wenn es euch nicht gefällt, wartet einfach noch eine Woche und schaut euch dann nächste Woche dann die Perks an. Und irgendwann habt ihr dann wieder das Glück und ihr bekommt diese Version hier. Also da seht ihr links die Eisensäge, rechts die Suros PDX. 3 Schuss sogar mehr, ist also ein Burst mehr. Und ja, das ist das Ding. Suros, rot, weiß, perfekte Balance, Vollautomatik und hier gezogener Lauf, erhöhte Reichweite, langsameres Nachladen. Da das Nachladen hier aber immer noch ausreicht, habe ich hier lieber die Reichweite genommen und deswegen habe ich auch mehr Reichweite als auf der Eisensäge. Stabilität hoch, ist ein richtig schönes Ding. Also könnt ihr richtig
Oder könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Suros PDX 45. Merkt euch den Namen beim Waffenmeister. So, Leute. Und jetzt denkt dran. Overwatch Beta ist nur noch heute und morgen. Morgen bis Montag, 9. Nur noch spielbar. Wenn ihr da noch reingucken wollt, sind das die letzten beiden Tage, wo ihr noch die Möglichkeit habt. Wenn ihr Videos sehen wollt zu Overwatch, schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich verlinke euch hier nochmal die Playlist für die Overwatch-Videos. Auf jeden Fall ein Blick wert. Und ich bin jetzt hier raus aus Destiny, Overwatch spielen und sage viel, viel Spaß euch und bis zum nächsten Video. Und vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, bis dann. Tschüss.